Wir sind hier am Richard Wagner in Otzhal-Ehringshausen. Wir sind alarmiert worden zu einem Wohnhausbrand mit Menschenleben in Gefahr und sind gegen 17.15 Uhr hier angerückt. Wir haben vorgefunden, dass der komplette Dachstuhl oben schon gebrannt hat. Die eine Wohnung hat gebrannt, der ganze Flurbereich war verqualmt und von außen hat es natürlich durchgebrannt. Zum Zeitpunkt, wie wir dann hier waren, waren Gott sei Dank keine Personen mehr im Gebäude. Wir haben dann mit den Wehren Ehringshausen, Dillheim, Katzenfurt, Kölschhausen die Wasserversorgung hier aufgebaut und haben unter Artenschutz von im Inneneingriff das Feuer bekämpft. Es sind noch Glutnester vorhanden unter den Ziegeln, aber die werden wir jetzt ausmerzen, indem wir die Ziegel einzeln unternehmen und dann sicherlich das Feuer endgültig in den Griff bekommen. Ja, es waren ca. 70 Mann im Einsatz. Großgemeinde Ehringshausen und die Feuerwehr Herborn mit der Täterleitung.